Sagen Sie Miau? So, Entschuldigung. Hallo und herzlich willkommen zurück zu L.A. Noire. Endlich wieder eine neue Folge. Und ja, wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben natürlich. Und im Haus haben wir ja alles durchsucht. Hinten haben wir ein Lager gefunden mit Drohung. Und ja, ich weiß jetzt nicht, ob wir hier noch was... Wenn ich ihn anspreche oder will, dass er was sagt. Ich habe so lange kein VR mehr gespielt. Ich muss mich echt dran gewöhnen, ne? Mit dieser Rotation. Aber ich könnte einstellen, dieses Zackige nach links und rechts. Aber das ist eigentlich doof für euch als Zuschauer. Gut, aber hier, die Musik ist noch da. Jetzt hätten wir noch irgendwas entdecken können. Können wir vielleicht hier noch irgendwas machen mit ihm? Nee, können wir nicht. Scheiße. Weil das das Problem ist, hier noch alles eingetaucht. Wir haben ja alles durchsucht. Hatten wir schon. Ja, ich muss mich echt an dieses Drehen wieder gewöhnen. Ey, wenn man länger nicht mehr gespielt hat, dann, ja, das merkt man. Oh, warte mal, vielleicht ist ja hier irgendwas im Mülleimer. Ja, nice. Kann ich gar nicht mal öffnen. Sauber. Nee, wir haben aber letzte Folge auch schon mal alles hier durchgeguckt. Hier war nichts. Weil hier ist noch die Musik. Hier waren wir ja auch überall. Überall. Als hätten wir doch was finden müssen. Deshalb. Ja, das war ja der Schalter für die Geheimtür. Oh! Ach du Scheiße. Phelps, you jump like a girl. Ach, das ist hier freie Bahn, ja. Arschloch. Und er macht sich lustig. Ey, ich denke, ich will nur durchsuchen. So harmlos. Und dann bin ich hier so erschrocken. Wollt ihr mich verarschen? Dafür streiche ich jetzt hier. Aus Frust. Nö, sonst war's das. Oh, diese Drehung, Alter. Das hat mir sonst immer ja nie was ausgemacht. Aber jetzt, nach dem dran gewöhnen, ist es wieder komisch. So. Rennen geht bei mir. Rennen ist gar nicht so schlimm. Aber dieses Drehen ist ja ungewohnt. So. Renn hier jetzt endlich mal. Auf! Auf! Alter, ich raste gleich aus. Wie kann ich mich denn jetzt eigentlich hier? So, okay, gut. So kann ich mich drehen. Auf. So. Kollege. Kimmst du? So, das ist nämlich jetzt hier das Ding. Crothers says the morphine is still turning up. Makes sense. We have no idea how much of the stuff Lenny shifted. There's been no comeback from Cohen as yet. Hinweise. Suppendosen. Suppendosen von... Pamel versiegelt, enthält Marihuana-Tütchen. Achso, und gefunden Juan Garcia Cruz Wohnsitz. Und Drogenlieferung. 22 Kilo Marihuana kommen regelmäßig aus. Ich kann es echt schwer erkennen hier. Tijuana. Tijuana. Unter dem. Namen E.J. Juan Silberdollar. 1896 Morgen Silberdollar mit Prägung. So, und das, was ich meine mit den Orten jetzt auch, das ist noch gar nicht abgehakt hier. Hier, siehst du, ist noch irgendwas.
Aber bringt jetzt nichts hier wild weiter rumzusuchen. Wir finden nichts. Weil das hier ist ja der Wohnsitz. Ja, ist Zielort. Na gut, den zur Suppenfabrik. Let's go. Ah, schön Cabrio. Hammer. Die Fabrik. Panels Suppenfabrik. Right. Let's see if we can find out who's been overseasoning the soup in this place. Oh ja. Das tun wir. Suppenfabrik. Schauen wir mal nach hier. Hallo? LAPD. Who owns this factory, ma'am? Mr. Parnell. Howard Parnell. I'll let him know you're here. Please, take a seat. If you don't mind, we'll come with you. If you must. Ja, muss sein. If you could show these men in to see Mr. Parnell, Doris. They're from the LAPD. Follow me, gentlemen. Oha, was für ein ernster Blick. Was ist mit ihr los? Ein bisschen respektvoller. Ja? Guten Tag. What is going on? LAPD. Sit tight, fatso. You could be in very serious trouble. There's no reason to be rude. Take a seat, gentlemen. I'm sure we can sort this all out. Maybe you can explain why we found $5 bags of marijuana in sealed Parnell soup cans. That's an outrageous allegation. How do you explain it, Chubby? We found at least 30 cans, all sealed up tight with your label on them. Can I get a list of your employees? Of course. We have nothing to hide. Okay. Doris, can you bring me in the current employee listing? Here it is, Mr. Parnell. On the desk, please. Ehe, er grinst mich nicht so horrormäßig an. Partner, schieß sie. Das war mir zu horrormäßig. Ist das hier ein Horrorspiel? Oh Gott. Das ist ja komisch. 1957, okay. Alter, mein Mikro, Alter. Ich muss wieder herausfinden, wie ich letzte Mal mein Mikro platziert habe. Any name on that list that rings a bell? Ich schau mal. Hier noch nicht, nee. Was ist denn das? Ah, George Garcia. Hier. Ja, rutsch abhand. Alles gut. Hier, Palmas Avenue. This is familiar. 1452 North Las Palmas. A Jorge Garcia Cruz. Ja. Den kennen wir, von da kommen wir gerade, Sir. Genau von dort, von dieser Adresse und von dem Herrn kommen wir gerade. Ist ein bisschen merkwürdig, oder? So. Bin ich ein talentierter Zeichner? Sagen Sie Miau? So, Entschuldigung. Fabrik versiegelte Suppendosen. Das würde mich mal interessieren, Sir. The factory sealed cans we found suggest a very professional operation, Mr. Parnell. We're looking for an inside man. I know nothing about this. I want this stopped as much as you do. Mm-hmm. Quit lying, Parnell. How could the cans be coming off the line sealed without your knowledge? You're the kingpin here. You want to make an accusation like that, son? You better have some goddamn proof. Ah, wir haben keine Beweise dafür. Es war nur ein Test.
Wir haben Suppendosen, Suppendosen von Parnell versiegelt, enthält Marihuana-Tütchen. Ich weiß nicht, ob es was bringen würde. Aber es ist eigentlich kein Beweis, dass er der Drahtzieher ist. Das ist schon wieder so ein 50-50-Ding. Es könnte aber sein, dass es klappen würde und vom Spiel her, dass das Spiel sagt, doch, ja, das klappt. Ich weiß nicht, ob das als Beweis zählt. Eigentlich ja, weil es ist halt versiegelt, ne? Detective, the pot is on the boil. How about getting on with things? Ja, komm, hier, wir haben die Dosen. When I work out who's behind this, I'm gonna throw them out on their ass. And then I'm gonna throw you out alongside them. Ja, gut. Ja, hat dann nicht so ganz geklappt. Machen wir weiter. How are your sales, Mr. Parnell? Just fine and dandy, son. We're entering a new era of prosperity. I hope you're both big soup eaters. You're being economical with the truth, Parnell. You can't keep the business afloat, so you've turned to dope. Would you like to prove that I'm involved in this scam? I'm a legitimate businessman. Sorry. Sometimes you have to shake the tree to see what falls out. So. Mr. Parnell, do you know what kind of trouble you're in? Come clean with us. Okay, so things are a little flat. We're deciding whether to lower production. It's taken a while to adjust to not having any military contracts. You know, we sold Uncle Sam 5 million cans of minestrone. Okay. Eine Sache noch. Ever heard of Juan Garcia Cruz? Not that I know of. He has a brother employed here. You know him? We employ large numbers of Mexicans. I'm not familiar with them all. That's funny, Parnell. He has the same address as his brother Juan, who we shot dead less than an hour ago. You better give me something. Look, I'm not involved in this. I'm getting enough grief from Washington. There's an investigation going on into profiteering. Like a guy shouldn't be able to turn a buck while the war is on. I'm sure thousands of dead Marines sleep soundly knowing that you did okay. Also, dann fahren wir hier mal fort an der Stelle. Tell us about Jorge Garcia Cruz. Jorge? I had no idea of his last name. His team does daily maintenance on the conveyor belts and cookers. Mhm. Shit. So he's here now? No, maintenance is at night. Night shift finishes around midnight. He would usually come in around 9 p.m. and have everything ready for the morning shift at 6. We'd like to take a look around the factory floor, Mr. Parnell. I hope we won't have to shut down the line. No, nothing like that. Thank you. I'm grateful for that. Alles gut, Sir. I'll show you around myself. Ja, das war der Moment, man kann nicht immer auf böser Kopf, also immer sagen, dass er jetzt immer lügt. Sondern da hat er dann, habe ich jetzt auch geschätzt, die Wahrheit gesagt, der arbeitet am Fließband. Ist immer ein bisschen tricky. Tricky. Ein bisschen tricky immer. Immer zu tippen. Oh Gott, ja, glaube ich hier. Aha. Peel and sort all of the vegetables and add them to the line in regular quantities. Aha. Fascinating. Alles frisch. Kann mich nicht bewegen. Why don't you keep quiet? I might learn something. Oh, good God. This really is turning into some nightmare school trip flashback. This is the hopper, which boils and purees the vegetables. The other hopper is for the pasta. This way, please. You're loving this, aren't you, Phelps? Yeah. The soup is labeled automatically in the can. Next page is labeling. I'd like to see the packing and dispatch area, if you don't mind. Sure.
It's over here. Follow me. Perfect. This is one of our dispatchers. Sergio, right? Ah. Yes, sir. These men are from the LAPD. Sergio here reports our outgoing deliveries. They all go in the book. Just there on the desk. Sehr interessant, sehr interessant. Da würden wir uns sehr gerne mal umschauen. Guck mal, der hat so eine Münze. Hm? So, schauen wir uns mal an. Du musst halt selber wirklich gucken. Adresse. Darf ich mir allein? Danke. Ich schreibe jetzt einfach mal dazu. 20 Boxen. Keine Ahnung, ich kenne die Adresse jetzt gar nicht aus dem Kopf. Das war irgendwas mit P. Zentymarke ist ganz schön oft. What's going on, Parnell? There's enough soup going to this place every day to feed a company of Marines. What are you talking about? Ja, es geht alles die ganze Zeit nur an diese. An diese Adresse, ganz oft. Die ganze Zeit Century Market. Die ganze Zeit. Ja. Okay. Schauen wir uns mal weiter um. Können wir auch mal aufmachen hier. Pass mal auf. Was war denn das? War das eine spezielle Sorte? Diese grünen vielleicht? Oh. Vielleicht denken wir hier gerade bei frischer Tat. Hä? Kann ich nicht ranmachen? Toll. Ah, jetzt. Oh. I'll have to come back at night to find out. Toll. Ah, nee, egal, bringen wir es mit dem. Wir hier. Hallo, guten Tag. Can I have a look at that coin? Sure, why not? Danke. Silver dollar, right? Yeah, that's right. The markings on it say it's been taken out of circulation. Maybe. I'm not trying to buy anything with it. I like it. There's nothing. Aha. Willst du ihn zurückhaben, oder? Der andere hat da auch eine Münze. Okay, fabrikversiegelte Suppendosen. Do you have access to the canning area? I do. But I keep to my station. Loading and unloading. Don't care much for food. Stop lying to me. I think you are muling the dope across the border. Einfach direkt in die Fresse. I'm a simple working guy caught up in the middle of all this. You're crazy if you think you can prove I drive the truck for these guys. Ja, hier, mit dem wegen dem Silberdollar. Das war falsch bestimmt, aber egal, wir versuchen's.
want a deal. I'll help you out if you promise to keep my name out of it. Otherwise, you get nothing more from me. Hä? What do you know about the 20th century market? Nada. I get the orders from upstairs. I send the goods where I'm told. And you don't know Juan Garcia Cruz? No, not me. You're a liar, Sergio. You're in it, and I'm gonna break you for it. You're loco, Placa. I got nothing to do with Juan Garcia. Uh-huh. We found a matching silver dollar on Juan Garcia. What are the odds of that, Sergio? One in Jorge Allen brothers. Their cousin. He worked at the evil Gabacho. The guy has an aberration. He gives out the silver dollars. But I get me a list of deliveries every morning. 20th century is always on. You keep your mouth shut for today and I don't take you in. Do we have a deal? Do I have a choice? Is that a serious question? That's it for now, Sergio. If we need to speak to you again, we'll put in a call to Mr. Parnell. If you have to, again. We will be in touch, Mr. Parnell. It is imperative that things appear as normal here. Keep an eye on Sergio in case he gets tempted to blow the whistle. Thanks. I'll do that. You're going to overlook my little immigration problem, aren't you? Cheer up, Fatso. We're gonna let you go on squeezing these poor saps a little while longer. Well, until some commie union types infiltrate this place.